So. Schauen wir mal. Ja, alles gut. Was ist denn bei dir? Was habe ich denn da gehört? Du hast da ein bisschen Probleme gesundheitlich. Alles klar, Zeus. Wenn du durch die Hochgeschwindigkeitskurven von Yas Marina rast, versuche die flachen roten und weißen Randsteine zu nutzen, um deine Geschwindigkeit in den Kurven zu maximieren. Dir scheint es ja gar nicht so gut zu gehen, Siki Jackson, ne? Alter Schwede. Wie geht's da weiter? Musst du irgendwie Medikamente, Operation, Reha, was auch immer? Ja, genau. Stille Infarkte habe ich auch gehört. Alter Schwede, ey. Das ist krass. Das ist wirklich krass. So, ich fahr mal eben los, gucken, ob das funktioniert hier. Oh, die Verzögerung ist krass. Ich sehe hier auf dem Monitor, also ich habe hier noch einen Monitor stehen, sehe ich die Übertragung. Alter Schwede. Ah ja, okay. Oh, 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 oh. Alter. Moment, Moment, Moment. So. Kamera. Nehmen wir mal die. Oder? Was, was, was? Das ist, weil ich angezogen arbeite. Da muss ich nackig machen, mein Junge. Da gehört frische Luft an deinen alten Körper. Jetzt stört mich das Kabel hier, ne? Na gut, machen wir so. Darf's nicht. Wenn es gesundheitsfördernd ist, dann muss das sein. Vielleicht kannst du ja einen Attest schreiben lassen vom Doktor. Mein Patient muss nackt arbeiten. Freischwinger. Ja, aber ist echt krass, ey. Wirklich krass. Boah. Okay. Ja, ein bisschen warm. Ja, ja, lass dich erstmal behandeln, ey. Das ist. Damit ist nicht zu spaßen. Fragt man sich, woher das kommt, ne? Also, Stress kann es ja nicht sein. Zumindest nicht auf der Arbeit. Ja, und Fußball solltest du wahrscheinlich dann auch erstmal einschränken. Alles klar, alles klar. Hau rein. Gute Besserung. Und ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie gebacken kriege. Ist immer so eine Umgewöhnung, ne? Wenn man wochenlang nicht mit dem Lenkrad gezockt hat. Erstmal wieder ein Fahrgefühl kriegen. Aber das sollten wir ja wohl hinkriegen. Ein paar Runden Training und dann geht das bestimmt wieder. Na, abgestürzt.
instabile Verbindung. Ich frage mich, was jetzt mit dem verdammten Stream ist.
Thank you.
Ha, ich glaube, ich komme da mit dem Hals dran und mache das dann damit aus. Das ist natürlich blöd, das habe ich nicht bedacht. Okay, warte mal. Ich glaube zumindest, dass ich da irgendwie dran komme. Oh, wie macht man das? Ich muss ja irgendwie auf den Fernseher hören. Warte mal. Machen wir es mal so. So, vielleicht geht's besser. Ja, also hier mit dem Simrig sowieso. Also so eine Scheiße. Kannst du dir nicht vorstellen, ey. Das ist. Was ich da rum am Basteln bin. Morgen bastel ich weiter. Na, heute geht's ja mal so einigermaßen. Bin mal gespannt, ob das hinkriegt. Weil, ich habe das Headset direkt am PC angeschlossen. So, das heißt. Das Mikrofon ist am PC, damit OBS das übertragen kann. Den Spielsound, wenn ich den über OBS mir anhöre, dann habe ich 20 Sekunden Verzögerung ungefähr. Also höre ich den Sound über den Fernseher. Alter, ist unglaublich. Was mit einem weißen Bastelkleber? Das ist krass, ey. Oh, die Verzögerung ist echt der Hammer. Ich sehe das Bild hier. Hammer. Na gut, ich fahre mal. Ich sehe das Licht vom Mikrofon. Ne, vielleicht merke ich es, wenn es wieder ausgeht. Okay, testen wir mal. Rolling Start. Okay. Geh nicht ins Licht. Oh, oh. Bloß kein Rennplay jetzt. Oh. In jeder ersten Kurve habe ich immer Panik, dass es zur Massenkarambolage kommt. Aber wenn du da mal vorbei bist, dann geht's einigermaßen. Aber cool, dass es dunkel wird, dann sehen wir die geile Beleuchtung von Yasmarina. Die ist nämlich richtig schön gemacht. Nur die beiden hier noch kriegen. Wow, wow, wow. Noch ein bisschen rutschig das Auto. Die Reifen. Nein, nein, nein. Boah, Heck weggerutscht. Das ist geil mit dem beleuchteten Dach da oben, ne? Ist zwar nicht die beste Strecke zum Fahren, aber die schönste Strecke zum Angucken. Definitiv. Das war ich vorhin auch gewittert. Und hier war es in der Ferne, habe ich es gehört. Aber jetzt wieder
instabile Übertragung. Ne, kein Gewitter. Also hier soll das heute noch runter machen, ganz schön ordentlich. Aber wie gesagt, in der Ferne war so ein bisschen Gegrummel am Himmel und dann kam die Sonne wieder raus. Also wenn es das schon gewesen sein soll, dann erwarte ich nichts mehr. Aber dann werde ich doch fliegen. Drei Runden noch. Zack. Jetzt bloß keine Scheiße bauen. Cool. Vorsichtig, vorsichtig. Aber das ist gar kein Farbwechsel, ne? Normalerweise hat das Dach doch einen Farbwechsel, wie so eine LED-Leiste. Oder ist es nur an bestimmten Events oder so? Den ganzen Tag im Gartencenter arbeiten? Im Gartencenter? Also wechseln dir die Abteilungen oder wie ist das? Ja, wahrscheinlich, ne? Bist du in der Ausbildung? Wirst du wohl jede Abteilung mal mitmachen, wa? Das war der erste Tag seit Krankheit, oder? Ja klar, ja. Innenbereich und dann außen den schönen Gartenbereich. Was ist das? Bonnbach? In Hornbach hat immer eine geile Gartenabteilung. Also Außenbereich da und so. Das klappt im Moment. Gibt's ja gar nicht. Hoffentlich bleibt das dabei. Ja, und ich war heute auf dem Gewerbeamt. Ich habe Gewerbe angemeldet. Hat genau 5 Minuten gedauert und hat 40 Euro gekostet. Sehr cool. Oh, 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 oh. Heck weggerutscht. Ah, okay, ist so aufgeteilt bei euch. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich habe mal so einen, ja, ich will nicht sagen Ferienjob bei Hornbach gehabt, weil da war ich schon am Arbeiten. Aber ich habe einfach bei der Inventurhilfe gemacht in der Fliesenabteilung. Es war auch ziemlich lustig, ziemlich viele coole Leute, egal aus welchem Bereich.
hat Spaß gemacht. Absolut. Und dann auch den Kundenkontakt zu haben und so, das war schon cool. Und das ist ja während der Öffnungszeiten gemacht. Interessant, dass das Headset auch alle 10 Minuten ausgeht. So wie ich früher schon die Probleme gehabt habe mit dem Controller, wo ich das Kabel-Headset dran hatte. Aber ja, ich bin zwar mit Kabel verbunden, mit dem PC, aber irgendwie scheint er das nicht zu treffen. Was ein Scheiß. Ich finde das geil, diese Staubwolken da. Das ist echt cool gemacht, wie die von den Scheinwerfern angestrahlt werden. Das ist schon cool. Hau rein in War Thunder. Ich bin echt nicht zufrieden mit der Verbindung zu Twitch. Egal, ob ich drüben am PC sitze oder jetzt hier an dem zweiten PC. Ich habe immer die Meldung instabil. Das Bild bleibt hängen, aber der Stream ist noch an. Ich weiß es nicht. Ab bei Italien fast ein Leopard 4070. Ja, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Ich kann mich da nicht mitfreuen oder so, weißt du? Schwierig für mich. Kann man das nicht so nach hinten? Ja, ist dann besser. So. Dann stört es nicht so. Geil, erster. Und auch Gesamtwertung. Sehr cool. Noch zwei Veranstaltungen. So, das ist klar. Nee, das ist klar. Daneben. So. Das sollte jetzt wohl. Achso, eine 40 mm Flak. Ja, nach vorne ist besser. Frag mich nur. Bevor du gehst, kannst du gerade mal FBI Open Up abspielen oder irgendwie sowas. Damit ich weiß, ob ich das höre hier über die Kopfhörer. Oh, ein Überkring. Das wäre ganz cool.
Kannst du mir dann gerade kurz Bescheid sagen, ob du es abgespielt hast oder nicht, weil ich sehe es nicht. Ich sehe nur das Twitch-Dashboard. FBI, open up! Lässt sich hier noch was verändern? Nö. Hast du? Okay, dann habe ich nichts gehört. Okay. Ja, morgen bin ich auch nochmal zu Hause. Morgen habe ich ja die Handwerker im Haus. Da werde ich nochmal weiter basteln hier. Das hat ja so keinen Wert, immer nur da schnell, kurz vor knapp da was zu machen. Das heißt schnell, das waren jetzt auch wieder 3 Stunden, wo ich da rumgebastelt habe. Um es einfach mal zum Laufen zu kriegen, dass wir das heute streamen können. Aber richtig eingerichtet ist es natürlich nicht. Leider. Da muss ich morgen noch ein bisschen basteln. So, Nürburgring fahre ich eigentlich sehr gerne die Strecke, ne? Außer die erste Kurve, die bricht mir gerne mal das Genick. Aber der Rest macht Spaß. Schauen wir mal. Scheint aber auch eine angenehme Tageszeit zu sein hier. So von den Schatten her würde ich mal sagen, nachmittags. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, welche Uhrzeit da stand. Aber ja, von den Schatten her würde ich sagen, Nachmittag. Lässt sich relativ gut fahren, das Auto hier. Da müssen sie ihn auch zufriedenstellen. Aufpassen. Was waren für eine Zeit? 2:10. Jetzt haben wir 2:12. Okay. Das sollten wir wohl hinkriegen, früher oder später. Uiuiui. Leichter Drift. Ja, da arbeiten wir dran.
bisschen über die Vorderachse geschoben. Ich habe halt noch keine Rennreifen drauf, ne? Ich wollte es mal erwähnen. Das sind Straßenreifen, die da drauf sind. Und dafür klappt es eigentlich relativ gut, muss ich gestehen. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Aber mit Rennreifen wäre das natürlich um einiges besser. Aber das erklärt natürlich auch, warum er gelegentlich mal hinten ausbricht. Es sind halt eben nur Straßenreifen. Oder auch über die Vorderachse schiebt, ne? Da fehlt dann halt der Grip. Zeitmäßig haben wir jetzt noch nichts reißen können. Aber wir haben ja noch 10 Minuten Zeit, ne? Und ja, es scheint wirklich Nachmittag zu sein, weil es wird nämlich knapp dunkel hier. Die Sonne wandert. Oh cool, dann fahren wir die bei Sonnenuntergang die Strecke. Sehr schön. Ja, da schiebt er über die Vorderachse, da will er nicht. Hey, Famulus, hi. Na, alles gut? Hier siehst du auch mal mein Setup. Aber ist alles nicht eingerichtet. Ich habe jetzt 3 Stunden dran gesessen, um es einfach mal zum Laufen zu bringen. Bin aber noch lange nicht fertig. Gehe ich morgen noch mal dran. Ich habe morgen noch einen Tag Urlaub. Dann werde ich morgen noch mal weiter basteln. Ich habe bei dir mal reingeguckt, mit dem Rennanzug und dem Helm. Das ist schon geil. Das ist schon cool. Ja, niemals am Ende. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe hier das Problem. Hier steht ein PC und an dem PC ist eine Xbox angeschlossen mit Capture Card. Und das funktioniert alles nicht so richtig. Jetzt habe ich das so machen müssen, dass das Headset am PC angeschlossen ist, damit ich das Mikrofon benutzen kann, das alle 10 Minuten ausgeht.
Und den Sound höre ich jetzt über den Fernseher, vor dem ich sitze. Also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber jo, wenigstens läuft es mal. Ich bin am Überlegen, den PC hier morgen mal platt zu machen, weil es ist der alte Streaming-PC von dem anderen Platz da hinten. Und dann das alles neu einzurichten. Full Immersion auf jeden Fall. 55 Zoll Fernseher, ich sitze direkt davor. Also da, wo quasi mein Kamerabild aufhört, ne, meine Facecam, da ist der Fernseher. Mit den Füßen bin ich unterm Fernseher. Mit der Pedale. Das ist schon geil. Und das ist auch ein 3D-Fernseher, was auch ziemlich geil ist, wenn man da ein bisschen 3D fährt. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal machen im Stream. 3D-Brille auf und los. Nicht so geil wie VR, aber immerhin hat man so ein besseres Gefühl für die Schärfe. Ja, und ich fahr hier gerade eine Corvette C8 mit Straßenbereifung. Ist ein bisschen rutschig manchmal. Das Heck geht gerne weg. Untersteuert, ne? Geht dann über die Vorderachse raus. Ist ein bisschen tricky. Aber kriegen wir hin. Wir müssen ja nur schneller sein als die anderen. Wir müssen ja keine Rekorde brechen. VR ist mega. Habe ich auf der PlayStation gehabt. Also die PlayStation ist kaputt, VR habe ich immer noch. geht halt nicht ohne PlayStation. Aber das ist der absolute Hammer. Da habe ich Drive Club stundenlang online gezockt in VR. Das ist Wahnsinn. Da kriegst du ein richtig gutes Gefühl fürs Auto. Das ist der absolute Hammer. Ja, und die PlayStation VR 2, da kommt ja jetzt eine Kompatibilität zum PC. Da war ich tatsächlich, oder bin ich tatsächlich im Überlegen, oh fuck, das Ding zu holen, weil es dann eigentlich eine günstige Variante ist für ein sehr, sehr gutes Gerät. Weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen auskennst, da sind ja Kameras in den Linsen, die dann deine Augen beobachten. Und je nachdem, wo du hinguckst, hast du dann halt die volle Schärfe. Und ansonsten den tiefen Schärfeneffekt. Und dann gibt es Sehstärkenlinsen, die man einsetzt. Da muss man keine Brille mehr anziehen. Also, das ist so der Hammer. Wie geil ist das denn? Nee, vielleicht so ähnlich wie der Fall von Apple. Da kenne ich mich jetzt nicht aus mit dem Apple-Ding. Ich habe nur mal ein Video gesehen, wo sich das halbe YouTube über lustig gemacht hat, was das für ein Scheißding ist. Aber kann sein, dass die Technik ähnlich ist. Das, wie gesagt, habe ich keine Ahnung. Die Sonne kommt raus. Wird es doch nicht Abend, nur regnerisch. Oh, diesmal hat sie gut geklappt, die Kurve.
Ja, Mann, Games in 10 Jahren, das wird unglaublich. Du musst ja jetzt nur mal zurückdenken. Also ich weiß nicht, wann du angefangen hast mit dem Zocken, aber ich habe 1984 ungefähr, habe ich angefangen zu spielen. Ja, als Atari ST und dann C64 und so. Und wenn du mal überlegst, als es von C64 auf Amiga 500 ging, da dachte man schon, oh, das sieht ja aus wie echt. Jetzt guck dir das heute mal an. Da tun dir die Augen weh, wenn du das anguckst. Und wenn du jetzt schon siehst, was aktuell schon möglich ist und wie das dann in 10 Jahren aussieht, also das wird krass. Das wird richtig, richtig krass. Sag mal, der Fortschritt in Sachen Grafik und Leistung ist im Moment wieder sehr schnell. Da war eine lange Pause, fand ich. Also. Ja, der PC, wo er steht, den habe ich 2012, habe ich mir den eingerichtet. Mit dem habe ich bis letztes Jahr Oktober noch gezockt. Das ging noch. Und dann kam auf einmal ein ganz schneller Fortschritt. Und dann ging gar nichts mehr. Deswegen dann den neuen PC. Und wenn das so weitergeht, in 10 Jahren, dann sitzt du in einem echten Auto rum. Nee. Keine gute Zeit finden. Warte mal. Wird schwer zu lesen. Na gut, die Zeit erreiche ich eh nicht mehr. Kann ich mal kurz hier parken. So. Ja, genau. Spectrum Commodore 64. Ja. Spätestens jetzt wissen sie, wie alt wir sind. 30 Sekunden bis zum Start des Rennens. Ja, der Sound ist wirklich nicht so hundertprozentig. Ne? Also, er ist schon gut, da kannst du wirklich nichts sagen. Gerade bei Forza, ne? Mit dem neuen 3D-Sound. Aber da geht noch so viel mehr. Und vor allem hätte ich dann halt auch gern ein Simrig mit Hydraulikdämpfern, ne, wo sich dann bewegt. Boah, das muss der Hammer sein. Das muss der Hammer sein. Aber halt auch teuer, die Dinger, ne? Getropft. So, zum Rennen. Puh, Daumen drücken. Oh. Forza denkt wieder schlecht von mir. Oh, verdammt. Das sieht nicht gut aus. Ja, genau. Genau. Die Stromrechnung, die ist bestimmt heftig. Ich weiß nicht, wie viel Watt so ein Ding hat, aber garantiert eine Menge. Das muss ja Leistung bringen, ne? Ah, Zeus. Alles klar, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Viel Spaß beim Arbeiten morgen. Ja, du hast schon recht. Stromrechnung gewaltig. Aber ich glaube, den Spaß ist es mir wert. So oft fahre ich nicht mit dem Lenkrad. Das ist jetzt auch schon wieder. Also, dieses Jahr bin ich, glaube ich, noch gar nicht mit dem Lenkrad gefahren. Weil es halt auch nicht geklappt hat hier mit dem Stream. Es könnte jetzt wieder öfter werden. Aber
im Normalfall. Alle paar Monate fahre ich mal. Und dann ist die Stromrechnung okay. Ja, wenn, dann halt schon stundenlang, ne? Da gebe ich dir recht. Ich höre eigentlich nur auf, im Lenkrad zu zocken, ne, wenn ich so offline zocke, wenn mir der Rücken wehtut. Der Rennsitz hier ist ein bisschen hart. Das halte ich nicht so lange aus. Ich sag mal so 4 Stunden maximal. Und dann kriege ich Rückenschmerzen. Oh, durchgekommen. Yeah, erster. Geil. Jetzt nur noch die Position halten. Darf nichts passieren. Oh, das wird schwer zu lesen. Echt aufpassen. Es ist immer schwierig, die Zeile zu finden, wo ich gerade am Lesen war. Wenn ich da immer nur ganz kurz hingucke. Ich warte mal auf die lange Gerade gleich. Krieg ich nicht hin. Ja, an sich liebe ich meinen Playseat auch. Nur fehlt mir da so ein bisschen Weichheit drin, ne? So ein Kissen für den Rücken. Ich habe für den Hintern habe ich das Kissen drin, das was dabei war. Aber am Rücken ist sehr hart und mein Rücken ist ein bisschen krumm. Ich bohre mich da rein. Na, das ist ein bisschen unangenehm. Liegt halt an meinem krummen Rücken, jetzt nicht an dem Sitz direkt, ne? Aber da muss ich mir irgendwie ein Kissen holen oder so. Irgendwas da reinmachen. Beziehungsweise, ich habe da sogar was liegen. Von so Gartenstühlen. Aber die sind halt breiter als der Sitz, ne? Muss ich mal probieren, ob das... das geht. Ja, preis-leistungsmäßig war das top. Also wirklich. Da war ich sehr zufrieden. Schon Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ich habe komplett habe ich bezahlt. Ich glaube, es waren 3.700 Euro. Also der Playseat mit Lenkrad, mit Schaltung, ne? Haarschaltung, der Fernseher dabei. Ja, ich glaube, das war's schon. Einzelpreise weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht im Kopf. Habe ich mir alles zusammengekauft, als ich im Lotto gewonnen habe. Das war geil. Boah, ich komm echt nicht mit dem Lesen daher. Toffel! Oh, warte mal, da steht so viel jetzt. So. Muss ich erschrocken. Schneller lesen, aber echt, Toffel. Ey, krass. Wahnsinn. Das ist aber nichts. Ja, Mixer, ich habe da die Events geguckt,
Aber sonst gar nichts. Überhaupt, ich habe erst vor 2 Jahren habe ich angefangen, Twitch zu gucken. Ich wusste gar nicht, was Twitch ist. Und vielleicht, lass es 3 Jahre vorher gewesen sein, habe ich das erste Mal YouTube geguckt. Ich hatte nie Zeit, ich war nur am Arbeiten. Oh, geil, man konnte es lesen am Fernsehen, das ist ja cool. Ja, Lotto, das war echt Glück. Das war echt Glück. Da war ich in Urlaub auf Borkum, ne, da wo ich auch aufgewachsen bin, auf so einer kleinen Insel in der Nordsee. Und da sagt man, wenn man von einer Möwe angeschissen wird, dann bringt das Glück. So, und ich lieg da im Garten am Sonnen und dann kackt mir so eine Möwe auf den Bauch. Und ich so, krass. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Lotto gespielt. Mit irgendwelchen Zahlen. Ich weiß gar nicht, was für Zahlen. Das war so automatisch Online-Lotto. Und dann habe ich direkt 5 Richtige gehabt. Leider haben das auch sehr viele andere gehabt. Also es waren unter 4.000 Euro. Ich glaube 3.800 Euro oder so habe ich dann gewonnen. Und dann habe ich mir meinen Traum endlich mal erfüllt. Und habe mir dann hier den SimRig gekauft, inklusive 3D-Fernseher. Ja, wenn du es in die Augen kriegst, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Dann hast du kein Glück mehr. Dann hast du Glück, wenn du einen guten Augenarzt findest. Und sonst noch bei dir? Alles in Ordnung? Ich habe heute, war ich auf dem Gewerbeamt, habe Gewerbe angemeldet. Ich war ja schon irgendwie nervös und so, ne, und wusste nicht, was mich erwartet. Aber ich sag mal, 5 Minuten. Reingegangen, hallo gesagt, drüber gucken lassen, alles okay, vorne. Ich weiß jetzt nicht, wo das Mikrofon ausgegangen ist, aber auf jeden Fall reingegangen, den Antrag hingelegt, den ich schon vorbereitet habe, die mal drüber gucken lassen. Alles in Ordnung, sagte. Dann können Sie da vorne 40 Euro bezahlen und dann kriegen Sie Post. So, ja, alles klar. Und schon war ich wieder draußen. Zack. Jetzt kommt dann demnächst Post vom Gewerbeamt, ne, mit dem ganzen Kram, mit den Unterlagen. Und dann Finanzamt und der ganze Müll. Letzte Runde, auf geht's. Ja, Möwenkack ist giftig, absolut. Absolut. Da ist auch so eine Säure drin, ne, wo Lacke zerfrisst und so weiter. Das ist richtig heftig. Ja, und auf Borkum, wo ich halt aufgewachsen bin, da sind Möwen eine Plage. Das ist alles voll. Das ist unglaublich, weil die ganzen Touristen, wo da hinkommen, die füttern die immer. Und dann kommen die natürlich immer wieder. Und das geht halt seit Jahrzehnten so. Und dann haben sich die Möwen halt angewöhnt an die Strandpromenade zu Hausen, ne? Die hocken da den ganzen Tag und fliegen halt einfach so mal quer über die Insel. Ja, und da in der Nähe habe ich dann im Garten gelegen in der Sonne. Und dann hat die mich da getroffen. Brauche ich auch, ja. Also hier auf dem Festland, ne, wo ich jetzt bin, ich bin hier in der Nähe von Ludwigshafen, Mannheim. Das kennt man vielleicht. Da ist das Problem Tauben. Ne, so weit weg von der Küste, da siehst du keine Möwen. Hier ist das Taubenproblem. Aber so wie hier das Taubenproblem ist dann halt auf der
auf der Nordseeinsel ist es dann halt das Möwenproblem. Ne? Das ist schon heftig. Vor allem sind die auch frech. Da kaufst du dir ein Eis, was eh schon viel zu teuer ist, und läufst am Strand entlang und dann kommen die aus der Luft und schnappen dir das Eis weg. Das ist der Hammer. Ich habe mal mit meiner damaligen Freundin auf Borkum haben uns eine Pizza geholt und haben am Strand Pizza gegessen. Das war ein Kampf, sag ich dir. Das war ein Kampf. Immer schön im Karton gelassen, ne? Karton auf, Stück raus, gegessen, immer aufgepasst, dass keine Möwe kommt und so. Also, das sind doch keine Zustände. Richtig nervig. Aber so ist das. Muss echt aufpassen. Da. Erster. Oh, bin ich froh, dass wir das wieder hingekriegt haben, ne? Auf den ersten Platz zurückgekommen. Zurückzukommen. Wir waren ja Dritter vor zwei Rennen. So, was ist das Letzte? Bitte nicht Virginia. Bitte nicht Virginia. Oh. Ehrlich, ja? McDonalds Angriff der Möwen bei McDonalds. Nein, Virginia ist Horror. Das weiß jeder in meiner Community. Virginia verliere ich immer. Immer. Das ist meine Albtraumstrecke. Boah. Also, wenn es dann so knapp ist, ne, mit der Punktezahl, um zu gewinnen. Und dann kommt dann das Fenster Virginia. Dann der ganze Chat. Oh nein, Virginia, Virginia. Oh, Le Mans. Mit dem Auto. Leichter Regen. Brands Hatch ist ganz okay. Meine Lieblingsstrecke ist Watkins Glen. Die ist so geil. Die macht so einen Spaß. Weil die schnellen Kurven, die schnellen S-Kurven vor allem und so, das ist, oh. Watkins Glen macht richtig, richtig Spaß. Und Hockenheim eigentlich auch ganz cool. Ne, da in der Nähe wohne ich. Aber Watkins Glen, wow. Ich liebe die alle. Ja. Also es ist wirklich schwer, eine Lieblingsstrecke rauszufiltern. Weil irgendwie hat jede Strecke irgendwas, ne? Außer Virginia. Außer Virginia. Grüne Hölle fahre ich gar nicht so gern, tatsächlich. Ich kann mir da nichts merken. Ich habe da keine Referenzpunkte. Und ich habe die immer gemieden, so bei den ganzen Spielen. Klar, wenn du bei Events fahren musst, dann fährst du halt. Aber ansonsten bin ich die nie gefahren. Und da kriege ich keine gute Zeit. Denn ich komme durch, klar, aber ohne gute Zeit oder so. Die ist schwer. Die ist sehr schwer. Ja, genau. Stimmt. Neues T-Shirt im Merch-Shop. I love Virginia. Stimmt, ja. Das ist aber eigentlich eine gute Idee, ne? Also nicht I love Virginia, aber so Virginia-Logo und dann durchgestrichen oder so. Stimmt. Das ist eigentlich eine coole Idee. Und dann hinten drauf, like a virgin, weißt du, von Madonna. Crashed for the very first time. Tarte Rouge ist die letzte Kurve, bevor du die legendäre Hinunterrasst. Also nutzt die volle Breite der Strecke und auch die Curbs, wenn nötig. So, Le Mans. Hat er uns eigentlich jetzt...
Reifen drauf gemacht? Rennreifen? Nee, ne? Stimmt nicht. Emotes muss ich auch mal machen. Mir fehlen die Ideen für Emotes. Ich muss mal gucken bei anderen, was sie da so reinmachen. Das ist aber fies, mir die Steuerung zu überlassen, direkt an einer Vollbremsstelle. Nasse Straße. Oh, Lexus GT3. Oh, da muss man sich immer ein bisschen rantasten hier. Bisschen rutschig. Aber geil. Ich sehe gerade, wir haben Rennreifen gekriegt. Das sind jetzt zwar die Medium, aber wenigstens haben wir Rennreifen. Okay, da müssen wir uns jetzt komplett umgewöhnen. Rennreifen haben ein ganz anderes Verhalten als Straßenreifen. Aber was ich nicht verstehe, wenn das Training bei Regen startet, warum macht er dann keine Regenreifen drauf? Man aussuchen kann ich es mir nicht. Dann könnt ihr doch wenigstens die Regenreifen drauf machen. Ist schon ein paar Mal aufgefallen. Verdammt, nicht lesen. Jetzt wird's schwer mit dem Chat lesen. Hast du das Forza geschrieben? Achso, ja, da sind so einige Sachen, was ich nicht richtig integriert habe. Also ich bin ja, habe ich ja schon erzählt, ich bin ja ein Fan von Forza, seit dem ersten Forza-Spiel. Aber bei dem Spiel bin ich von einigen Sachen enttäuscht. Klar, es ist eine neue Engine, neue Physik. Das muss ich alles ein bisschen einspielen. Aber trotzdem, Turn 10 hat immer abgeliefert. Das war immer beste Qualität. Und dass sie dann sowas freigeben wie hier, also Wahnsinn. Das hätte ich nicht erwartet, bin ich wirklich enttäuscht. Und ich hoffe, die machen das alles nochmal ordentlich im Laufe der Zeit. Ich muss die Schrift im Chat ein bisschen größer machen. Dass ich das besser sehe. Let's make Forza great again. Ah, verdammt, früher. Ja, früher war ich auch viel im Forum unterwegs bei Forza. Aber auch schon lange nicht mehr. Und das eigentlich ist es ziemlich cool, weil man sich dann halt auch mit den Entwicklern unterhalten kann, ne? Und was weiß ich, die Umfragen dann, welche Autos gewünscht werden, welche Strecken gewünscht werden und so. Das fand ich immer ziemlich cool. Was ist da rutschig, Alter? Ich brauche Regenreifen. Kann ich jetzt eigentlich in die Boxen kann? Bestimmt, oder? Oh, halt. Das ist ja noch gar nicht. Da ist er. Kann ich im Training Regenreifen drauf machen? Oder ich teste mal. Oh, es wird warm, ne?
Wie machst du das im Rennanzug? Ich würde schwitzen ohne Ende. Hier drin sind, ich weiß nicht, 20 Grad oder so. Oh, hier. Nassreifen. Klappstoff brauchen wir nicht. Ah, jetzt. Nee? Nur den Helm? Aber auch unterm Helm ist er schon warm, ne? Gucken wir mal, was die Rennreifen ausmachen. Die Regenreifen. Und auch Rennreifen, ja. Oh. Na, hoffentlich ist es im Rennen trocken, ey. Ganz schön rutschig. Alter, was ist denn los? Ist mal warm fahren, die Dinger. Hoppala. Junge, Junge. Ich war 24 Sekunden zu langsam. Gut, das Auto ist auch nicht richtig aufgetunt. Aber 24 Sekunden. Das ist viel. Und derzeit machen manche Leute Babys. Bisschen bessere Bremsen wäre auch nicht verkehrt. Boah, ist das rutschig, ey. Das ist richtig anstrengend. Alter, bremst doch! Brems! Uiuiuiuiui. Immer keine gute Zeit hin. Nein, noch mehr Regen. Nein, bitte nicht. Wow, wieder das Heck weggerutscht. Alter. Der will nicht so wie ich. Ja, alles klar. Kaffee ist eine geile Idee. Hätte ich auch Bock. Der will nicht so auf der Straße bleiben. Ja. Oh. Ups. Nein. Oh. Nicht kaputt. Boah. Ja.
bring einen Kaffee mit. Dafür, dass ich eigentlich so langsam bin, sind die anderen noch viel, viel langsamer. Zumindest von der Endgeschwindigkeit her. Guck mal, aber 4 Minuten 10 hat noch nicht mal der erste geschafft. Der ist bei 4 Minuten 17. Oh, 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 wird ein heikles Rennen, ey. Wenn es so schon anfängt. Ne? Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Regenreifen, wenn sie warm werden, ein bisschen mehr Grip aufbauen. Aber das ist minimal. Minimal. Man muss trotzdem noch sehr, sehr vorsichtig fahren. Alter! Siehst du? Das sind schwer einzuschätzen. Wie ist es denn? Cockpitansicht. Fahren wir mal eine Runde in der Ansicht. Da bin ich ja eigentlich von Grund auf immer etwas vorsichtiger, wenn ich in der Perspektive fahre. Recht dunkel, ne, in der Perspektive hier in der Cockpitansicht. Aber mal schauen. Testen wir mal eine Runde. Sag mal, 416 war die beste mit Feder. Gucken wir mal, was wir so schaffen. Thank you.
könnte vielleicht ein bisschen angenehmer werden. Eigentlich fahre ich ja immer Cockpit-Ansicht. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Motorhaubenkamera gefahren bin. Die fahre ich eigentlich nur mit dem Controller. Gucken wir mal. Oh, erster Platz bin ich sogar mit den 416. Das sehe ich eben erst. Aber trotzdem mit Fehler. Das geht natürlich nicht. Muss mal gucken, ob wir das oder besser noch ohne Fehler hinkriegen. Oh, die Kurve hat auf jeden Fall schon mal besser geklappt. Das erste Mal, dass er geklappt hat heute. Das heißt, da haben wir dann bestimmt schon mal 1-2 Sekunden dazu gewonnen, ohne den typischen Fahrfehler da. Kurve. War die ganze Zeit ein Problem. Aber ich brauche die Cockpit-Ansicht. Da fahre ich vielleicht nicht die schnellsten Runden, aber die saubersten. Jetzt abwarten. Es könnte eine gute Zeit werden. So, 4.16.9 gilt es zu schlagen. Oh, 4.12. Mega. Sehr, sehr geil. Das ist doch schon mal ein feiner Unterschied zu den 4.16.9. Wow, wow, wow. Ja, und die Runde ist verbockt. Macht ja nichts. Wir haben ja noch 10 Minuten und 30 Sekunden Zeit. Noch ein bisschen üben mit der Cockpit-Ansicht. Jetzt müssen im Prinzip 2 Runden sein, die wir noch schaffen.
bevor es dann ins Rennen geht. Deshalb können wir auch die Autostufe noch hochleveln. Dann haben wir im Rennen vielleicht schon ein komplett aufgeleveltes Auto. Wir sind nämlich gerade schon bei Stufe 42 von 50. Wenn wir hier gut abliefern. Kann das ja vielleicht noch was werden, ne? Wer weiß, wer weiß. Schöne Kurve. Oh, aber Sprit ist gleich leer. Dann müssen wir nochmal tanken gehen. Hätte ich vorhin doch tanken sollen, ne? Als ich die Regenreifen drauf gemacht habe. Blöde an dem Boxenstopp ist halt, dass die Runde dann verbockt ist. Das heißt, wir machen jetzt einen Boxenstopp in der Runde und dann fahren wir noch anderthalb Runden ungefähr, weil ich das jetzt richtig durchgerechnet habe. Das heißt, die Runde des Boxenstopps fahren wir fertig und dann haben wir noch eine Runde Zeit, eine gescheite Zeit zu fahren. Mal noch eine Runde schaffen wir nicht. So, ab in die Box. Mit Vollgas. Tanken. Obwohl, für die eine Runde hätte es vielleicht noch gereicht, ne? Na, ist egal. So. Weiterhin Nassreifen. Und drei geschätzte Runden. Hau rein. Okay. So. Jetzt müssen wir die Reifen natürlich wieder warm fahren, ne? So, jetzt wird erstmal ein bisschen rutschig werden. Aber dafür haben wir eine Runde Zeit. Und in der nächsten Runde geben wir dann nochmal Vollgas. Das meine ich. Die müssen noch warm gefahren werden. Autostufe 43. Jetzt haben wir anscheinend innerhalb einer Runde nur eine Autostufe mehr erreicht. Das heißt, die 50 kriegen wir nicht mehr. Aber vielleicht reicht es ja schon, um das Auto ein bisschen mehr hoch zu tunen. Ja, dazu brauchen wir ja die Car Points, die man dann verdient.
bisschen Glück könnten die Car-Coins ausreichen. Dass wir wenigstens den Leistungsindex der anderen Fahrzeuge auch erreichen, ne? Dass wir auch wirklich eine Chance haben. Nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Puh, okay. Alter, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Komm. Okay, die Reifen könnten etwas kontaminiert sein. Verdammt. Aber warm sind sie jetzt auf jeden Fall. Da können wir uns sicher sein. Zumindest an der... an der einen Stelle, wo wir so gerutscht sind. Schickilei, grüß dich. Ja, läuft ganz gut. Anfang ein paar Schwierigkeiten gehabt mit dem Ton. Aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich meine, morgen bin ich auch nochmal einen Tag zu Hause. Da werde ich das nochmal anders machen. Aber so provisorisch für heute, für den Stream, habe ich es hingekriegt. Also Mikrofon hängt am PC, Spiel läuft über die Xbox am Fernseher, darüber höre ich den Ton. Das ist alles nicht so Yoga. Aber dafür habe ich einen separaten Monitor, wo Chat läuft. Das ist ja schon so viel mehr wert. Allerdings, das Headset geht alle 10 Minuten aus ungefähr. Und er geht in den Standby-Modus. Obwohl es per Kabel angeschlossen ist an den PC und eigentlich gar nicht mitkriegen dürfte. Oh fuck. Jetzt ist er kaputt. Kann ich zurückspulen? Nein, habe ich aus. Okay, dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen, die der nächsten Runde die Zeit zu knacken. Oh. Ich war am letzten Dienstag dort und habe dann noch Markus getroffen und die, wo neben ihm sitzt, ne, die seine beste Freundin. Und dann sind wir da rein spaziert und dann kam uns dann Claudia, heißt sie, glaube ich, die ehemalige Lehrerin, kam uns dann entgegen, hat gemeint, oh, habt ihr auch nicht auf der Homepage geguckt? Und ich so, ich hab den Link gar nicht mehr, keine Ahnung. Ja, der ist krank. Und dann haben wir uns gerade, wenn du reinkommst, ne, da sind noch dann diese Sitzgruppen, dann haben wir uns da hingesetzt zu viert und haben bis um, keine Ahnung, 8:30 oder so, haben wir dann selber gequatscht. War auch ganz lustig. Hast du was auch da? Ach so, schon um 18 Uhr. Ah, hätt's was gesagt. Ich bin ja zu Hause gewesen. Ich wohne ja gerade hinter der Saline da. An der Jet. Hinten dran. Hätten wir so irgendwas gemacht. Laternen ausgetreten, Klingelstreiche. In Zeitungspapier gekackt vor die Tür vom Nachbarn und dann angezündet. Da wäre jetzt schon was eingefallen. Oh Gott. Ich kann ja auch direkt ins Rennen springen. Ja, mal gucken, ob es morgen ist. Ich muss mal gucken, ob ich das finde auf der Homepage. Bei der ersten Nachsorge damals habe ich jedem den Link gegeben, weil sich keiner irgendwie merken konnte. Dann hat er sogar ausgedruckt und laminiert. Dann habe ich dann in mein Handy reingesteckt, ne, falls jemand gebraucht hat. Und dieses Mal weiß die Homepage gar nicht mehr. Keine Ahnung. Muss ich selber mal gucken, dann nachher oder morgen. Oh, aber ich sag dir, wenn die ganze Zeit der... Aua. Der Kopfhörer hier gegen den... oder den Ansatz vom Ort drückt, das tut schon weh, ne?
Wenn ich ihn aber aufziehe. Ah, so ein bisschen was höre ich sogar. Ach so, ja, weil das Mikrofon so eingestellt ist. Maverick, na? Ausgezockt. Oh, hast du mir geschickt. Das ist cool. Danke dir. Danke dir. Sehr geil. So, letztes Rennen. Daumen drücken, Männer. Le Mans. Das Training war bei Regen. Ich hoffe, jetzt ist kein Regen mehr. Großartiges Rennen. Suchen Sie eine größere Herausforderung. Erhöhen Sie die Reportage-Schwierigkeit oder wählen Sie einen der hinteren Plätze in der Startaufstellung. Danke für den Hinweis. Guck mal, der denkt, ich werde Erster, wenn ich als Zwölfter starte. Fortnite. Ach ja, guck an. Würde ich sagen, starten wir mal als 13. Ne? Wir sind in der Gesamtwertung sind wir ganz gut. Wir stehen ganz gut da. Und dann macht es eigentlich Spaß, so die erste Position zu wählen, wo er denkt, dass ich Erster werden könnte. Weil dann hat man so ein bisschen Anreiz, weißt du? Um die ganzen Autos zu überholen und so. Das macht dann Spaß. Ja, Maverick, deine Benachrichtigung ist aber immer ETS, ne? Schon seit Wochen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ich dachte, ich erwähne es mal. Denk dann auch mal, warum Auto Truck Simulator? Aber siehst du, war es in Fortnite? Ah, die haben auch nasse Reifen drauf. Okay, dann lassen wir die nassen Reifen drauf. 3 Runden? Ist nicht viel, ne? Hallo? Achso. Oh fuck, was war das eben? Waren das 50 oder? Boah. Das wäre jetzt volles Risiko, ne? Wenn es da der Sprit ausgeht. Ein bisschen mehr, 52. Uiuiuiui. Ja, ich sag ja, die Benachrichtigung, die Live-Benachrichtigung. ETS. Die Kategorie sehe ich nicht in der Benachrichtigung auf meinem Fernsehen. Ich krieg das so eingeblendet auf dem Fernsehen. Ist mit Google verbunden. Geht das so? Klingt scheiße. Hauptsache, die kicken uns nicht raus. Was ein scheiß Wetter. Wenigstens ist es hell. Also noch. Oh. Vorsicht, Leute. Vorsicht. Kann ich da mal eben durch? Was macht ihr? Bisschen vorsichtiger fahren, Leute. Oh, oh. Schnell weg hier. Ist doch egal, meinst du? Oder? Musst du wissen. Wenn ich eine Benachrichtigung krieg über ein Spiel, was mich nicht so interessiert, dann gucke ich erst gar nicht.
Aber das ist halt so meine Einstellung. Ne? Das muss ja nicht bei jedem so sein. Aber so ist es bei mir zum Beispiel. Nix. Weiter. Uhu. Gut nach vorne gekämpft. Aufpassen. Genau. Das ist nämlich diese Kackkurve. Aber gut. Boah, das Wetter wird immer schlimmer. Guck mal da hin. Rutschig hier. Wie du meinst, Maverick, ich hätte da nicht rein. Ich kann nur sagen, wie ich das sehe. Und wenn ich eine Benachrichtigung kriege, dass jemand ein Spiel spielt, was mich nicht interessiert, dann gucke ich nicht rein. Es sitzt ja nicht jeder am PC und durchwühlt Twitch, sondern kriegt eine Benachrichtigung auf dem Handy. Aber ja, ist ja jedem selbst überlassen, wer das handhabt. Aber wenn es für dich keine Rolle spielt, dann würde ich das ETS auch rausnehmen, weil das vielleicht Leute abschrecken könnte, reinzukommen, weil die das Spiel einfach nicht sehen wollen. Dann mach lieber gar kein Spiel in die Benachrichtigung. Nur so als Idee. Aus dem Wetter, ey. Gott, Gott. So soll es eigentlich heute bei uns aussehen. In der Ferne habe ich ein bisschen Gewitter mitgekriegt. Aber hier war gar nichts. Bisschen Nieselregen über den Tag. So, dann kam die Sonne wieder raus. Alles wieder schön. Oh nein. Boah, noch gerettet. Viel zu spät gebremst. Okay, ich muss mich jetzt auf die Strecke konzentrieren. Wie wär's mit Licht? Scheinwerfer und so. Mach an. Sieht ja übel aus.
Haben aber viele Franzosen ihren Teller nicht leer gemacht, dass es so regnet. Curbs sind immer gefährlich in dieser einen Kurve da, aber man muss sie mitnehmen, ne? Also jetzt ist das Auto dann am Schwanken wie so ein Schiff, wenn man da drüber fährt. Sehr gefährlich. Wenn du da einen Fehler machst, bist du weg. Alter, mach mir die Scheinwerfer an! Dauert immer so lang, bis der die von alleine anmacht. Gibt's dafür einen Knopf? Ich weiß es gar nicht. Schön sieht's aus mit der Verlaufbahn. Schick, schick. Noch eine Runde. Echt aufpassen, ey. Der schwimmt da rum. Vor allem das Heck halt, ne? Alter, was ein Wetter. Oh, Gewitter. Habt ihr es gehört? Ich nehme mal an, das war im Spiel. Oh nein, nein, nein. Wollte ich gar nicht. Nein, mach weg. Hier. Ich guck gerade, ob ich einen Knopf für die Scheinwerfer finde. An, so dunkel wie das ist. Vielleicht Standlicht, aber kein Abblendlicht. Fährst du ins Nichts, oder? Das kann auch schon ein bisschen Nachteil sein, wenn man dann sich den Traum erfüllt und Rennfahrer wird und dann sowas hier fahren muss. Das ist schon lebensgefährlich, ne? Vor allem dann grüne Hölle.
meine, hier ist das Gefährliche, dass man so lange Vollgas in eine Richtung fährt, nichts sieht. Boah, fuck, fuck, fuck. Rutscht man da auch noch raus? Guck mal, der Reifen blau. Oh Gott, wie auf Eis ist es hier gerade. Was ist denn blau? Also die werden ja nicht rot zum warm werden. Dann kann blau auch nicht kalt sein, oder? Ist das die erste Stufe der Abnutzung vielleicht? Boah, es war schon Kampf. Oh, hier. Profi-Baumeister. 3 Touren im Karrieremodus abgeschlossen. Juhu. Boah, war aber auch verdient. Ja, ganz ordentlich. Oh, das Auto war aber am besten aufgerüstet. Deswegen so schnell. Bis 900 wäre gegangen, Leistungsindex. Geschafft. Challenger Demon. Sehr schön. Und Kohle. Okay, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Setup scheint jetzt mal so einigermaßen zu funktionieren. Morgen bastel ich noch ein bisschen dran rum. Vielleicht kriege ich das ordentlich zum Laufen, dass wir hier nicht mehr so rumbasteln müssen. Ne? Alles klar, Leute. Dann bis dann. Bye, bye.